Das ist Maria. Sie wohnt mit ihren Eltern und ihrer Schwester Ruth in Erfurt im Dichterviertel mit Villengärten und Parks. Viele Akademikerfamilien leben hier, kaum einer ist ohne Job. Die Neunjährige wächst wohlbehütet auf, ohne finanzielle Sorgen. Das ist vielleicht nicht mein allergrößter Traum, aber ich hätte später gern mal einen Hund. Nur 5 Kilometer weiter, eine andere Welt. Am Herrenberg ist jedes zweite Kind arm. Mario lebt hier mit seiner Mutter und den 3 Brüdern Michael, Manuel und Marcel. Der 9-Jährige möchte später mal nicht von Hartz IV leben. Seine Wünsche sind ganz bescheiden. Ich wünsche mir Spiele für uns alle. Ich ärgere dich zum Beispiel. Morgens 7.30 Uhr im Dichterviertel. Cornelia Schönherr bringt Tochter Maria zur Schule. Die Orchestermusikerin hat diese Grundschule ganz bewusst ausgesucht, weil sie musisch orientiert ist. Ich habe gehört, dass da ein sehr schöner Teamgeist herrscht in der Schule und dass sie sich auch um die einzelnen Schüler sehr bemühen. Also dass die große Masse nicht so zusammengefasst wird, sondern dass sehr individuell auch gearbeitet wird mit den Kindern. Zur gleichen Zeit am Herrenberg. Mario und sein Bruder machen sich allein auf den Weg zur Schule. Die ist gleich um die Ecke und genau das war Sabine Siegel wichtig. Die beiden Jungs wissen, die Mutter muss später zur Arbeit. Mutti arbeitet im Hotel als Zimmermädchen. Zimmermädchen. Und seid ihr da stolz drauf auf die Mama? Ja. Die 42-Jährige lebt von Hartz IV, zieht die Kinder alleine groß. Trotz Minijob reicht das Geld kaum. Knapp 1.000 Euro hat sie für sich und die Jungs zum Leben. Ja, man muss schon hingucken, was man kauft. Na klar, die Kinder haben manchmal auch Wünsche, aber die sind wirklich zufrieden mit dem, was sie kriegen. Ich versuche ja auch mein Bestes, was ich schon machen kann. In der Steigerwaldschule im Dichterviertel üben Maria und ihre Mitschüler einen mehrstimmigen Weihnachtskanon. Die 9-Jährige singt selbstbewusst. Auch die anderen Schulfächer meistert sie problemlos. Maria möchte Schauspielerin werden. Wenn ich zum Beispiel jetzt Harry Potter Filme gucke, da sehe ich mal, wie richtig toll das sein muss, wenn man da mitspielen darf. Naja, und dann, oder im Theater, wir sind auch schon oft in Theaterstücken gewesen und das ist bestimmt richtig cool, wenn man da mal mitmachen kann. Förderschule Korczak. Erste Stunde Matheunterricht. Mario kann sich zwar schlecht konzentrieren beim Rechnen, umso mehr strengt sich der 9-Jährige an. Denn er hat einen großen Traum. Bäcker. Warum Bäcker? Macht Spaß. Und weil es dort immer so gut riecht und Schokostreusel gibt, sagt er. Seine Mutter ist unterdessen unterwegs zum Hotel. Sie arbeitet als Zimmermädchen auf 400-Euro-Basis. Und das, obwohl der Staat der Hartz-IV-Empfängerin die Hälfte des Geldes gleich wieder abzieht. Erstens mal sind es wenigstens ein paar Pfennige, die man mehr hat. Da kann man auch schon was machen. Und zweitens mal ist es auch für die Kinder ein Vorbild. Ja? Wenn sie sehen, die Mutti geht Fußballzeiten aus dem Haus, kommt am späten Nachmittag wieder. Das ist auch selber hat man ein ganz anderes Gefühl. Von hier beide. Nach der Schule Klavierstunde bei den Schönherrs. Die Mutter will mit Spaß das Talent ihrer Tochter fördern, nicht mit Druck. Und dann kommt schon das F. Verstehst du? Wenn man selbst mit Musik so viel lebt, dann überträgt sich das einfach auf das Kind, so wie wenn man ihm irgendwelche Benimmregeln beibringt oder so. Das gehört einfach so eng zum Leben dazu bei uns. Da stellt sich einfach der Wunsch ein. Aber ich glaube, die haben das auch selbst irgendwie gewollt. Akrobatik, Klavier, Burgen bauen. Maria hat viele Hobbys, aber sie zieht sich auch gern einfach nur in ihr Zimmer zurück. Meistens ist es ja immer schön, wenn man überhaupt nichts machen muss an einem Tag. Aber es macht natürlich auch Spaß, Akrobatik und Zirkus und so. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich am liebsten mache. Mario ist oft zu Hause. Er liebt Sport und würde gern schwimmen gehen. Doch für eine Dauerkarte reicht das Geld nicht. Das tut Sabine Siegel sehr weh. Aber ich finde die Liebe, die Kinder zur Mutter
oder die Mutter die Liebe zum Kindern oder beide Elternteile, das ist das Wichtigste. Wunschzettel schreiben. Sabine Siegel legt darauf Wert, obwohl sie weiß, dass sie nicht alle Wünsche erfüllen kann. Ich wünsche mir einen MP3-Player für uns und für uns alle Spiele. Und was wünscht sich Maria? Ein Skateboard. Zwei Kinder, zwei Welten und ihre Wünsche, die gar nicht so verschieden sind. Nur dass Maria sich wohl keine Sorgen machen muss, ob ihre Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen.